Ja, maar die hört jeden Mucks, ne? Ja. Je müsst hardcore leise sein. Ja, servus Leute. Servus Leute. Servus Leute. Ja, ich bin's hier wieder. Ja, servus Leute, ihr habt mir Fragen gestellt. Genau gesagt, 4.953 Fragen, Digga. Davon ist nicht mal eine gut. Ihr habt nur behinderte Fragen gestellt, ich schwör's dir. 50% der Fragen besteht aus, darf ich das Video beenden, Digga? Ich hab das Video nicht mal angefangen, ihr wollt das Video beenden. Wie soll ich das Video anfangen, wenn keine Fragen, wenn... Stell mal vernünftige Fragen. Egal, ich hab mir die besten rausgesucht und die schlechtesten, weil die schlechtesten sind einfach witzig. Gibt euch erste Frage. Hat YouTube ein Stück von deinem Leben verändert? Wenn ja, positiv oder negativ? Ganz ehrlich, Leute, dass es so weit kommt, hätte ich niemals gedacht. Und dass ich das auch noch so lange weitermache, hätte ich auch niemals gedacht. Aber es hat natürlich mein Leben positiv verändert, aber auch derbe negativ. Das passt aber auch perfekt, diese Frage, weil ich weiß locker, manche von euch da draußen, die sind gerade noch in der Schule, die wissen einfach nicht, was sie werden wollen. Vielleicht wissen es manche. Falls ihr es nicht wisst, die Deutsche Bahn hat einen Profiler entwickelt, da könnt ihr herausfinden, was zu euch am besten passt. Könnt ihr mal nachschauen. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Guckt mal nach. Ich wünschte, ich hätte das damals auch, weil ich bin so einer, ich hatte in der Schulzeit einfach, ich wusste einfach nicht, was ich werden wollte. Wenn ihr ein Ziel habt, geht diesem Ziel, egal wenn euch Steine in den Weg gelegt, Junge, macht doch einfach. Ich will doch nicht so viel reden, zu viel Philosophie hier gerade, so weißt du, aber das ist schon derbe wichtig, deswegen ist das eigentlich gut, dass Deutsche Bahn da so ein krasses Ding organisiert hat. Checkt einfach mal ab. Ihr könnt ja nichts verlieren. Link in der ersten, direkt der erste Link in der Videobeschreibung. Gebt euch. Das, wenn bei Bayram, als du klein warst, deine Onkel oder so aus seiner Tasche Geld hörst, nachdem du dir Hand geküsst hast und er dir dann einen Zucker gibt. Bruder, beste Deutscher fehlt. Du meinst bestimmt, dass man dachte, er gibt dir Geld, aber er hat dir Zucker gegeben. Ich kenne das. Bei mir war jedes Mal diese verfickte Situation. Gebt euch. Bayram, gut los, Mervananja. Saulien, gell. Alle. Oh. Mama! Na, wann haben wir das selbe Jahr? Hast du eine Freundin? Was soll ich sagen, Lu? Ich hab keine Freundin seit 19 Jahren, Digga. Ich hab keine Freundin, leider hab ich nicht. Nicht traurig, die denken 300.000 Abonnenten. Gut, ich steh vor der Haustür. Seit 19 Jahren schon wieder runter. Er hat einfach gerade seine Seele rausgesprochen. Sein was? Seine Seele hast du da drin. Ich schwör's, ich hab keine Freundin, Digga. Was für Freundin? Ich hab keine Freundin. Erzähl weiter nicht. Was? Mach weiter. Was? Wieso lachst du? Ich weiß nicht, ich einfach so. Okay. Hast du Freunde? Nein. Wieso lachst du? Du bist doch älter. Der Beste lacht nur. Ich will nicht ins Video, aber ich bin hier. Digga, was ist das für eine unnötige Frage? Ja, ich... Ey, mein Bruder, ich muss das Bild mitnehmen, ne? Meine Mutter braucht das. Hast du mir das nicht ausgeliehen für heute? Nein, ich brauch wieder, Lu. Hast du mal Schläge von deiner Mutter bekommen? Wenn ja, aus welchem Grund? Leute, ich schwöre, ich habe hier sogar noch Beweis, Digga. Ich zeig euch kurz. Matt, ben senin dolabını daha yeni topladım. Burayı ne yaptın yine? Mein Gott, buranın haliyle. Du ne yapsın, ne? Bu dolabın haliyle böyle. Sie regt sich darüber auf. Sie schickt noch Bild, wie dreckig mein Schrank ist. Sie schickt einfach Bild, Leute. Ich habe dann geschrieben, Anne oder dann Chicklüt, wenn. Mäßig, geh bitte aus meinem Zimmer raus. Sobald eure Eltern WhatsApp haben, ne, oder eure Mutter. Katastrophe. Hallo, ich bin's, Katharina. Hä? Seine Mutter hat mir immer geschrieben, hallo, ich bin's, Katharina. Ich bin Thomas, die Mutter. Besser, das soll ich klar machen. Ja. Glaub mal nicht. Aber ich wusste nicht. Soll ich klar machen? Erlaubt, das ist meine Mutter. Ja. Hallo, ich bin's, Katharina, meine Mutter. Mach das rein, ich schwöre.
Dieser Haus. Was das? Hausschuh? Sag, wisst ihr, wie viel Blut schon an diesen Latschen klebt? Sag, wie viele Kinder haben dran gearbeitet? Junge, der provoziert so hardcore, ne? Das größte 7, Digga, meine Füße passen hier einfach nicht rein. Der provoziert einfach nur. Digga, weiter mit Video. Was hältst du von Kurden? Leute, Kurden sind die Besten. Like die Kurdistan-Seite. Spaß beiseite, Leute. Dieser Konflikt zwischen Kurden und Türken, voll viele haben mir das immer in die Kommentare geschrieben, was gerade in der Türkei abgeht. Ich antworte nur nie drauf, weil das ist einfach das Unnötigste überhaupt, Leute. Vor allem auch voll viele meiner Freunde Kurden sind. Zwischen uns gibt es gar nicht diese Politik. Einfach lächerlich, Leute, da, Junge, in Deutschland Kurden stechen Türken, Türken stechen Kurden, in der Türkei wird bombardiert hin und her, Leute. Diese Politik, ich kann da eh keinen Einfluss mit einbeziehen. Ist das Deutsch? Gibt es so? Ich kann keinen Einfluss drauf nehmen. Ich kann da eigentlich keinen Einfluss drauf nehmen. Das ist für mich nichts, richtig unprofessionell. Aber scheiß drauf, Leute. Digga, da ich sowieso in diese Politik keinen Einfluss drauf nehmen kann, ich ignoriere diese Scheiße, ich kenne keinen Kurdenhass, bei mir gibt es sowas nicht. Deswegen beantworte ich solche Fragen eigentlich auch nie. Deswegen. Ich habe keinen Einfluss drauf, heißt es. Ja, du gesagt. Tschüss, hab wieder Gas gebraucht und nachts. Ja, er hat gesagt, Einfluss drauf nehmen. Mach mal einen Unterschied zwischen Deutschen und Ausländern beim Anziehen. Leute, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einfach gar nichts. Digga, was los? Ich hab doch gesagt, ich hab nichts dagegen gegen Kurden, Digga. Das ist doch alles okay. Entspann dich doch mal. Wie er sich freut. Leute, zeig mal das letzte nochmal, wie geht das? Kennt ihr das? Kennt ihr das bei der Geburt? Ihr kommt so raus, ihr müsst nicht weinen. Kennt ihr das? Ihr kommt so raus, ihr weint einfach nicht. Nein, ich meine. Mein Vater musste mich schneiden. Mein Geburt. Er sagt, du Bastard. Kennt ihr das? Bei Geburt, ihr weint einfach nicht. Was willst du machen, Digga? Ich schwöre, da kam zu wenig Sauerstoff in mein Gehirn. Ja, und Digga, und das ist jetzt das Produkt, das Endprodukt. Ja.